Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Hansa Talk bei einem Hansa Fan. Heute mal ungewohnt etwas später an einem Montag und nicht zu Mittag. Grund dafür ist einfach, dass ich am gestrigen Abend ja nicht mehr so die Lust verspürt hatte, über dieses Spiel zu reden. Ja, Ergebnis ist im Thumbnail, Ergebnis steht im Titel. Hansa gegen Düsseldorf 2:5. Zwischenzeitlich 0:4 zurückgelegen. Von Hoffnungsschimmer will ich danach gar nicht sprechen, sondern es war einfach nur Ergebniskosmetik. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum einige Zuschauer im Stadion da echt so abgegangen sind. Mein Kumpel und ich haben uns einfach nur angeguckt und denken so, Alter, toll, die haben ein Tor geschossen. Ich kann mich aber leider nicht freuen, weil du genau weißt, da passiert nichts mehr. Auch nach dem zweiten Tor nicht. Da habe ich einmal kurz die Faust geballt. Aber als ich dann gehört habe, dass es noch 12 Minuten sind, ich stand nämlich diesmal so weit oben, dass ich die Anzeigetafel nicht sehen konnte. Als ich dann gehört habe, dass es nur noch 12 Minuten sind, wusste ich auch, ja gut, da geht jetzt nicht mehr wirklich viel. Und spätestens nachdem 2 Minuten später dann das 5:2 für Düsseldorf fällt, wo man wie bei allen anderen Gegentoren auch sich überhaupt nicht gewehrt hat, war der Ofen auf jeden Fall komplett aus. Und am Ende muss ich sagen, vor 2 Wochen saß ich hier, habe gesagt, Alter, so ein scheiß, schreckliches, schlechtes Heimspiel gegen den KSC, habe ich lange nicht erlebt. Ich habe lange nicht mehr die Lust verspürt, nach 25 Minuten das Stadion zu verlassen. Und das hat sich jetzt komplett nochmal wiederholt, beziehungsweise ist nochmal ein Deckel draufgesetzt worden, wo ich mir so dachte, Alter, da hat man in Hannover eine vernünftige Reaktion gezeigt und dann plötzlich zu Hause scheißt man sich wieder die Hosen voll. Sorry, dass ich hier so drastische Worte wählen muss, aber wie vor 2 Wochen muss ich hier komplett mal einmal ausrasten, auch wenn ich mich jetzt mittlerweile schon beruhigt habe. Denn im Laufe des heutigen Tages ist ja auch wieder was passiert, was auch mit ein Grund war, warum ich gestern Abend nicht mehr aufgenommen habe. Zum einen war ich absolut enttäuscht, ich war sowas von sauer gestern Abend und ich habe mir geahnt, dass sowas, was heute Vormittag passiert ist, passieren wird. Denn wir sitzen nämlich nach kurzer Zeit schon wieder hier mit rotem Licht und müssen darüber sprechen, dass Hansa einen Trainer entlassen hat. Denn Patrick Löckner ist nach doch relativ kurzer Amtszeit nicht mehr Trainer des FC Hansa Rostock. Für einige ist es wahrscheinlich ein Segen, für andere, keine Ahnung. Ich bin so der Zwiespältige. Zum einen, ja, ist er in dieser Situation einfach nicht mehr tragbar. Zum anderen habe ich mir eigentlich nicht mehr die Zeiten herbeigewünscht, wo wir 2-3 Mal in der Saison über einen Trainerwechsel bei Hansa diskutieren müssen, nachdem wir jetzt 4 Jahre lang mit Jens Hertel so eine super Entwicklung genommen haben. Ihr kennt meine Meinung aber, denn ich habe zum damaligen Zeitpunkt die Entlassung von Jens Hertel verstanden. Einfach, weil ich auch ein paar Hintergrundinformationen bekommen habe, dass es eben nicht mehr so ganz so lief, dass man nicht mehr überzeugt davon war, dass Teile der Mannschaft nicht mehr überzeugt von ihm waren und auch am Ende Martin Piekenhagen nicht mehr überzeugt davon war. Das habe ich alles immer verstanden und habe Patrick Löckner eine faire Chance gegeben. Und am Ende des Tages muss ich mittlerweile halt tatsächlich sagen, das war ein absolutes Missverständnis, diese Trainerverpflichtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut Patrick Löckner fast schon leid. Und ich finde es einfach unfair, wie der jetzt im Internet angegangen wird mit dieses verschmilzte Grinsen, arrogant und so weiter. Nee, das ist halt seine Art und die finde ich jetzt nicht unbedingt arrogant, sondern eher selbstbewusst. Und ich habe das noch nie live im Stadion erlebt, dass 20.000 Leute da den Namen des Trainers und mit dem weiteren Wort rausrufen, weil aus meiner Sicht hätte viel lauter gerufen, wir müssen Pieke raus. Denn er hat diesen Mist verbrockt. Er hat für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit, die jetzt nicht diese Hintergrundinfos haben, ohne Not den Trainer gewechselt und Patrick Löckner installiert. Und wenn wir ehrlich sind, hat der leider, aufgrund dessen, dass jeder so viele Sympathien für Jens Hertel hatte, nie eine faire Chance gehabt. Patrick Löckner hat hier nie eine faire Chance von den meisten der Fans bekommen und deswegen wurde auch da nicht viel verziehen. Das hat man ja schon gemerkt bei den ganzen Spielen diesen Saison. Denn auch ich bin da weit davon überzeugt, dass da halt auch irgendwo das Matchglück irgendwo auch gefehlt hat für den Patrick Löckner. Denn er hätte hier tatsächlich erfolgreich werden können. Denn aus meiner Sicht bin ich weiterhin davon überzeugt, dass wir gegen Darmstadt, gegen Heidenheim, gegen HSV mehr als ordentliche Spiele abgeliefert haben, wo wir einfach das Tor nicht gemacht haben, wo wir einfach nicht in Führung gegangen sind. Wären wir bei diesen Spielen in Führung gegangen, hätten wir, denke ich, viel mehr Punkte geholt, als wir jetzt auf der Habenseite haben. Dann würden wir jetzt nicht auf dem Abstiegsplatz stehen und dann würde Patrick Löckner, glaube ich, auch nicht so kritisch beäugt werden. Und hätte, wäre, wenn, ich weiß, im Fußball zählen am Ende die Ergebnisse, nichtsdestotrotz darf man nicht immer alles schwarz sehen und man darf auch nicht alles weiß sehen. Ich weiß, für einige sehe ich alles zu positiv, für andere wiederum sehe ich das genau richtig. Was jetzt richtig ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich teile hier auch einfach nur meine Meinung mit und so weiter. Und aus meiner Sicht hat da irgendwo das fehlende Matchglück gefehlt. Aus meiner Sicht ist es aber irgendwo ein Fehler, dass man
aus Seiten der sportlichen Führung keinen geeigneten Spieler gefunden hat, der uns in der Offensive verstärkt, denn das ist nämlich absolut das Manko. Keiner garantiert ja, dass unter Jens Hertel das nicht genauso gelaufen wäre, nur weil Jens Hertel in den ersten Spielen gegen Top-Teams wohlgemerkt 9 Punkte geholt hat, dass er das auch in der Rückrunde geschafft hätte. Es hätte mit Jens Hertel jetzt genauso abgehen können. Wie gesagt, hätte, wäre, wenn. Weil, wie gesagt, es gab sicherlich Gründe, es gibt gute Gründe, warum man Jens Hertel lassen hat. Das kann ich auch nicht verstehen, warum so viele jetzt Jens Hertel wiederhaben wollen. Mal ganz ehrlich, damit wird man sich als Verein komplett lächerlich machen. Und auch Jens Hertel wird sich sagen, jetzt kommt ihr wieder angekrochen bei mir oder was? Also da kann man nicht auch Jens Hertel verstehen. Weil stellt euch mal vor, ihr werdet irgendwo von jemandem entlassen auf Arbeit. Und 4 Monate später kommen die bei euch angekrochen und sagen, komm, mach mal wieder weiter. Meint ihr wirklich, das würdet ihr selber tun dann in dem Moment? Also das ist, wir sind hier nicht in Italien, wo es tatsächlich irgendwie gang und gäbe ist, dass Trainer entlassen und 2 Wochen später wieder eingestellt werden. Und ich finde das auch gut so, weil damit macht man sich einfach, gibt man sich einfach der Lächerlichkeit preis, wenn man da einen Trainer wieder einstellt, nachdem man ihm vor 2 Wochen gesagt hat, nee, tschüss, du kannst gehen. Also, oder meint ihr, die sagen jetzt so, ja, du, wir hören erstmal auf mit dir, dein Vertrag mit aber Gültigkeit, wir holen erstmal den und gucken nach 3 Monaten, wie es läuft und dann, wenn nicht, kommen wir wieder auf dich zurück. Meint ihr sowas lässt einer mit sich machen? Das ist totaler Quatsch. Also wirklich, jeder, der jetzt sagt, ich kann verstehen, dass man gerne Jens Hertel wiederhaben möchte, dass man diese letzten Monate unter Patrick Böck natürlich gerne vergessen möchte, logischerweise. Aber wie gesagt, keiner verspricht dir, dass es unter Jens Hertel genauso gelaufen wäre. Keiner verspricht dir, dass es unter Patrick Böck hätte anders laufen können und so weiter und so fort. Wir können einfach nur von Spiel zu Spiel schauen und beobachten. Und aus meiner Sicht haben wir da gegen die Top-Teams tatsächlich gute Spiele gemacht. Warum wir jetzt gegen den KSC und gegen Düsseldorf so versagt haben, das ist dann einfach irgendwo eine Kopfsache. Denn irgendwo, jeder, der mal selber Fußballspieler weiß, ey, wir spielen doch eigentlich ganz gut, wir treffen das Tor nicht. Und wenn du das jede Woche wieder hast, du spielst gut, hast Chancen nach Chancen, nutzt die aber nicht. Und jedes Mal kriegst du dann diesen Nadelstich rein und liegst wieder hinten. Das macht doch was mit dem Kopf. Jeder, der mal selber Fußball gespielt hat, merkt, dass es was mit dem Kopf macht. Ich will jetzt keinen der Spieler in Schutz nehmen. Die sind Profis, die verdienen genug Kohle dafür, die müssen damit klarkommen. Am Ende des Tages sind es aber auch alles nur Menschen. Und deswegen ist es total normal, aus meiner Sicht, dass da eben auch die Psyche sehr gut mitspielt. Und Fakt ist dann, unterm Strich für mich, dass Patrick Glöckner in diesem Fall der falsche Mann am falschen Ort zur falschen Zeit war. Er passt einfach mit seinem Trainerstil nicht zum FC Hansa Rostock, nicht in die Situation. Es hätte anders laufen können, wenn man tatsächlich gepunktet hätte am Anfang der Rückrunde. Ist aber nicht so gewesen. Und deswegen musste man jetzt diesen Schlussstrich ziehen, weil ein Patrick Glöckner, hat man selber gemerkt auf der Pressekonferenz gestern, der war mit seiner Laterne am Ende. Der war ratlos. Der weiß nicht, wie er diese Mannschaft aus dieser Situation retten kann. Und das ist völlig verständlich. Patrick Glöckner ist wahrscheinlich ein Trainer, der zu Beginn einer Saison eine Mannschaft übernehmen muss, der vorrangig mitbestimmen kann, welche Spiele er möchte, welche Spiele er braucht und so weiter. Und das hat er bei Hansa einfach nicht gehabt. Und anscheinend konnte man ihm das nicht geben oder wollte man ihm das nicht geben im Winter, keine Ahnung. Wir hatten ja immerhin eine Winterpause, die war länger als jegliche Sommerpause in den letzten 20 Jahren. Und man meint da, also ich kann mir, wie gesagt, ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich kann es absolut verstehen, dass man nicht noch weitere Spieler à la Rich Munsi, à la Lukas Hinterseher, à la Sebastian Till verpflichten kann, weil die hat man schon im Kader. Die muss man nicht noch welche holen, nur damit irgendwelche Leute zufrieden sind, dass man wen geholt hat. Aber ich kann es mir halt tatsächlich jetzt mittlerweile überhaupt nicht vorstellen, dass da tatsächlich niemand in ganz Europa auf dem Fußballmarkt war, der Hansa hätte verstärken können. Und vor allem, wenn Piekenhagen noch auf der Pressekonferenz so großkotzig sagt, wenn wir was machen wollen, dann können wir. Und dann kommt sowas, was wir jetzt haben. Also deswegen ist für mich nicht Glöckner der große Sündenbock, zu denen er hier gemacht wird, sondern eindeutig Martin Piekenhagen, der es hier versaut hat. Ja, er hat über weite Strecken in den letzten 4 Jahren gute Arbeit geleistet, aber mit dieser Entscheidung, Jens Hertel zu entlassen, wahrscheinlich den falschen Nachfolger zu verpflichten und nichts am Kader zu verändern, obwohl die Tendenz schon absolut aussagekräftig war. Klar können viele sagen, ja, wir sind auf Platz 12 gewesen mit Jens Hertel, aber wir hatten nur 2 fucking Punkte Rückstand auf dem Abstiegsplatz. Bereits da schon. Das war der Platz in der Tabelle hat eindeutig hinweggetäuscht, welche Probleme der Kader hatte. Auch schon unter Jens Hertel. Und das ist, finde ich, eine Sache, wofür Martin Piekenhagen zur Verantwortung gezogen werden muss. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man vorrangig im Stadion ruft Glöckner raus, sondern eindeutig Pieke raus. Weil der hat's hier versaut. Der reißt hier 4 Jahre gute Entwicklung mit dem Arsch ein. Ich meine, dass niemand Bock auf die dritte Liga hat, das brauche ich keinem erzählen. Aber was das für Konsequenzen für den ganzen Verein hat. Wie viel Geld man in die Hand genommen hat jetzt in der zweiten Liga. Wie viel Geld man in die Hand nehmen konnte in der zweiten Liga. Neue Mitarbeiter einstellen. Marketing irgendwas ausbauen. Infrastruktur ausbauen. Stadion irgendwie reparieren, was man seit 10 Jahren nicht machen konnte, weil man die Kohle dafür nicht hatte. Neue Flutlichtmasten aufbauen, die man nicht hat, was man in der dritten Liga nicht machen konnte.
diese Gefahr besteht, dass es alles wieder eingerissen wird, dass man wieder in die Drittliga absteigt. Und meint ihr, wir steigen dann sofort wieder auf? Guckt euch Aue an, was die Probleme haben. Guckt euch Dresden an, was die Probleme haben. Für mich ist Martin Piekenhunter eindeutig der große Mann, der, irgendwie sich größer machen will, als er ist. Respekt vor der Leistung, die er in den letzten Jahren gemacht hat mit Jens Herder zusammen. Aber das irgendwie ist komplett falsch. Und wie gesagt, Patrick Löckner ist für mich da gar nicht der Boomer, den man niemals im Internet jetzt irgendwie schlecht reden lassen sollte oder so. Der hat seine Chance gesehen, als Trainer bei Hansa zu arbeiten. Fakt ist aber, er hat es hier nie von Anfang an leicht gehabt, weil A, viele Fans ihm keine Chance geben wollten, weil sie zu sehr an Jens Hertel hingen, und B, weil er halt mit seiner Art wahrscheinlich der völlig falsche Typ für unseren nordischen Club hier ist. Das ist einfach so das, was mich so ein bisschen traurig macht und so weiter, was mich so ein bisschen enttäuscht hat auch. Fakt ist natürlich, die Mannschaft ist am Ende diejenigen, sind am Ende diejenigen, die den Kahn aus dem Dreck ziehen müssen. Und jetzt müssen alle zusammenhalten, egal welcher Trainer jetzt kommt. Da sind ja etliche Namen gehandelt. Von Jens Keller über Robert Klaus, über Dimitrios Gramotzis. Ich habe sogar Timo Schulz gehört. Also, wer es am Ende will, weiß ich nicht. Ich will auch jetzt nicht ewig auf irgendeinen Kandidaten eingehen, weil, ob ich das jetzt mache oder nicht, das ist keine Ahnung. Mir ist letztendlich vollkommen egal, wer da an der Seitenlinie steht. Ich will sehen, dass da jemand steht, der die Mannschaft richtig gut positiv einstimmt, der die Mannschaft Feuer unterm Hintern macht und das hoffentlich die Mannschaft komplett verstanden hat, worum es hier geht. Jede Woche kommen zu Heimspielen 20.000 Leute und mehr und dann sehen die zum zweiten Mal in Folge so eine Drecksleistung von den Spielern auf dem Platz. Und wie gesagt, ich habe gerade von Psyche gesprochen und so weiter, alles klar. Aber bitte fangt an, euch zu pushen. Reißt euch den Hintern auf für diejenigen. Hört auf, euch gegenseitig anzublubbern und so weiter. Das kriegen wir in der Kreisliga schon gebacken. Und da bringt es nichts, sich gegenseitig anzublubbern. Ihr müsst ein verdammtes Team sein, für den FC Hansa Rostock kämpfen, kratzen, beißen und dann verzeiht man euch auch alles. Aber so wie jetzt gegen Karlsruhe und so wie gegen Düsseldorf war das absoluter Mist. John Verhoek, hör auf mit dem Gegner zu meckern, hör auf nachzutreten, konzentriere dich eigentlich darauf, wieder diese Scheißbude zu machen. Du kannst es, du hast letzte Saison 17 Dinger gemacht, mach es einfach. Pröger, hör auf zu überlegen, hau die Dinger in die Maschen, so wie beim 4-1 und alle anderen. Kämpft für diesen geilen Verein Hansa Rostock, dass wir nächste Saison immer noch zweite Liga haben werden. Das war's von mir. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.